Ja, es hat fast so ausgesehen, als ob ich Felipe Caicedo hier so ein bisschen angestachelt hätte. Der bekommt eine 5. Eine 5, aber das, ich glaube, das kratzt den gar nicht, weil das Tor, was der wieder gemacht hat, das war ja wieder krank. Also ich habe noch keinen Spieler von mir gesehen in den ganzen 7 Saisons hier, der aus 17 Meter Entfernung ein Kopfballtor gemacht hat. Da treffen wir normal so nicht mal mit dem Fuß aus der Entfernung. Das war schon wirklich klasse. Ilsinho scheint der Beste gewesen zu sein bei denen, der Brasilianer. Ist schon relativ, nein, ist er nicht. Ich dachte nur gerade, guck da oben drauf, Vertragsablauf, Karriere beenden, 33, das geht ja halt noch. Vom Schachtjo Donetsk. Ja, genau, und dann ist er ausgeliehen gewesen, war dann wieder bei den Ukrainern. Und jetzt seit ungefähr 2,5 Jahren in Russland. Ja, wer war noch gut von denen? Der Neue hier, warte mal, Name, muss ich mal gucken hier. Das kann man wenigstens lesen hier. Olynyk. Alles klar. Ja, ein Verrückter. Das muss am Namen liegen, weiß ich nicht. 31. Der ist aber eigentlich schon immer da gewesen, dass der mir vorher nicht mal aufgefallen ist. Weil die haben ja lauter so schöne Namen, ne? Wie Miroschnik, Gluschakow, was haben wir denn noch? Milanov, Burlak, Sederov, Samedov. Wo war denn der gesperrt war? Nikaitschik, genau der war's. Das kann man sich ja alles wunderbar merken, obwohl das halt einfach komische Namen sind. Aber das hier habe ich noch nie gesehen, das hier, das Olynyk. Aber wer weiß, vielleicht begegnen wir uns den ja nochmal. Keine Ahnung mit RB Leipzig. Je nachdem, wie lange es dauert, vielleicht spielen wir irgendwann ja auch international dann mit und treffen wieder mal auf Moskau. Und Caicedo, ja. Das ist so ein kleiner wehmütiger Abschied, mein Freund. Hast wieder dein Tor gemacht, hast dich rehabilitiert zum Hinspiel. Ja, die Note von 5, weiß ich nicht, ob er die jetzt unbedingt geben muss. Ich meine, der ist bemüht gewesen, hat sein Tor gemacht, es ist dann vielleicht doch ein bisschen zu wenig. Auf jeden Fall haben die Ansprachen alle funktioniert. René Adler mit einer super Note, das ist sogar noch vielleicht ein bisschen zu wenig, was der alles gehalten hat. Auch bei den Flanken von außen, wirklich immer da gewesen. Und das ist halt wirklich teilweise der Witz vom Fußballmanager, die gegnerischen Torhüter. Die bekommen für nichts eigentlich teilweise die gut gleiche Note, die Adler jetzt hat. Und wenn sie halt wirklich gut halten wie er heute, haben die eine 1,0. Wie jetzt Ter Stegen letztens. Ja. Der hat mit Sicherheit auch nicht mehr gehalten als Adler heute. Das ist dann halt so ein bisschen merkwürdig. Statistik. Ja, wo wir gerade schon mal bei schönen Bugs sind. Ne? Spieler des Tages ist der Herr aus Ecuador mit einer Wahnsinnsnote von 5,0, Felipe Caicedo. Ja. Man muss es nicht verstehen, nicht wirklich. So, gucken wir mal rein. Chelsea gewinnt auch im Rückspiel, also hatten vorher auch das 2-1 gewonnen, also quasi Egalisierung des Ergebnisses. 4 zu 2 am Ende. Gegen Udinese Calcio. Everton schafft es. Everton schafft es, die gewinnen. Och, ist das bitter. Kevin Maxwell schießt Arsenal raus. Der Mann, den wir für 40 Mille geholt haben von Arsenal. In der 27. Also das heißt, Everton ist in der Verlosung dabei. Können wir erwischen im Halbfinale? Ich meine, die Chance ist, wie groß ist die denn? 33%, dass wir die bekommen. So, Sevilla auch 2 Spiele gespielt, zweimal gewonnen gegen Sporting. Ja, und das war's. Also entweder einen spanischen Gegner oder ja, 2 englische. Das ist die Möglichkeit, die wir haben. Gucken wir mal in die Stimmen. Lokomotive hat sicher nicht schlecht gespielt, sage ich. Und mit Sicherheit haben die besser gespielt als wir über lange Strecken. Die waren wenigstens gefährlich vorne. Und deswegen ist es eigentlich relativ unverdient, dieses 1 zu 1. Das Tor kam einfach zu spät von Moskau. Wenn die früher eins machen, dann bin ich mir nicht sicher, ob wir hier weiterkommen. Aber so hat es sich halt so gerade ausgegangen. Das war dann wichtig. Ja, Fairplay wie immer sehr, sehr nutzlos bei den internationalen Matchtagen. Reinhardt war gut. Das habe ich auch so gesehen. Habe ich am Spiel 3 Spiel schon teilweise so auch gesagt. 15 von 16 Pässen kamen an. Er hat sich wieder gefangen. Zwischenzeitlich sah es ja wirklich so aus, als ob der durch die blöden Verletzungen da immer wieder zurückgeworfen, dass er da überhaupt nicht mehr auf die Beine käme. Aber Gott sei Dank nicht. Und das lässt dann wirklich hoffen, auch für den Schlussspurt jetzt, DFB-Pokal, Bundesliga und natürlich auch hier. Und ja, wollen wir uns die Auslosung doch mal angucken.
wo es denn hingeht. Ich meine, gegen die haben wir schon jeweils, ne, gegen die haben wir nicht gespielt, gegen Everton, aber gegen Chelsea haben wir schon öfters gespielt, gegen Sevilla noch gar nicht. Es wäre natürlich wirklich ein Traum, gegen Everton zu spielen, wirklich. Das wäre klasse. Und jetzt bitte zieh Sevilla. Bitte, komm. Ja, schade. Schade, schade. Chelsea. Aber da wissen wir zumindest, was uns erwartet. Everton gegen Sevilla ist natürlich dann logischerweise das zweite Spiel. Schade, es hat nicht funktioniert. Also dann, wenn du dir die Sachen wünschst, dann passiert es nicht. Aber Hauptsache, ich bekomme ständig Moskau zugelost. Ist schon verrückt. Aber das freut mich auf jeden Fall, dass Everton da eine Chance hat, ins Finale zu kommen. Gegen uns weil bin ich mir da nicht so sicher. Oder wäre ich mir nicht sicher gewesen. So, Finanzen, das geht ein bisschen nach oben. Ich weiß gar nicht, was die haben. Ich meine, das ist ja... Wir sind ja nirgendwo in den roten Zahlen oder haben irgendwelche Budgets nicht eingehalten. Wir haben gutes Bargeld, wir haben sogar noch Finanzanlagen, wo wir Zinsen drauf bekommen. Und keine Ahnung, warum die da so derart aggro sind, dass sie vorher nur eine 16 von 20 hatten. Naja. So, wir sind zumindest dabei bei den Topspielen. Dortmund, Schalke, das Revierderby natürlich am 29. Spieltag hier im Fokus. Dann haben wir noch Bremen zu Hause gegen Wolfsburg. Wir gegen Gladbach, was vielleicht das unbedeutendste Spiel ist, weil die stehen nicht unter den Top 10. Und die anderen hier aber schon. Blöder Krammel. Ich weiß nicht, ob ich das alles weggeschnitten bekomme. Also wenn ihr sowas hört, dann nicht wundern, ne? Ja. Wie lange haben wir? Ach nee, wir haben überhaupt keine Pause. Das ist mal wieder sehr dicht dran. Klar, ich verschiebe das hier extra nicht. Also ich habe das in den Kommentaren ja schon mal beantwortet. Kann aber jetzt auch hier nicht mal hier drauf eingehen. Das ist einfach der Fall, wenn ich die Dinger verschiebe. Dann spielen wir am Sonntag, logischerweise. Und dann ist der Restspieltag schon vorbei, weil der Fußballmanager kriegt es ja seit Jahren nicht auf die Reihe. Das ist ja das Tragische. Das wirklich so zu machen, dass wir einen gesplitteten Spieltag haben. Das heißt, wir spielen ein Spiel freitags, wir spielen fünfmal samstags um 3:30 und einmal um 6:30, dann das andere Spiel und dann haben wir noch zweimal Sonntag. Ja, das ist halt schade, dann teilweise. Weil dann könntest du das machen. Und ich meine, dann ist es nämlich so, wenn der Spieltag halt hier vorbei ist, am Samstag, die kompletten Spiele, dann werden wir nicht mehr dazu gewertet. Dann zählt es bei uns als Nachholspiel. Und Nachholspiele kommen nicht in die Wertung. Also was die Elf des Tages zum Beispiel angeht. Und das finde ich dann halt immer so ein bisschen schade. Wenn zum Beispiel dann einer eine Eins hat, dann soll er auch die Chance haben, wirklich da sich zu verewigen. Und ich meine, der eine Tag, der macht es dann auch nicht fett. Ich meine, so haben wir dann zumindest für das Dortmund-Spiel jetzt oder auch sonst ein bisschen mehr Zeit, uns dann auszuholen. Und von der Frische her geht's ja auch in dem Modus, wie wir es jetzt gemacht haben. Nur drei Spieler, die hier unter einer 90 sind. Das ist eigentlich außerordentlich. Ne? Nach diesem Flug da aus Russland zurück, das ist schon echt nicht schlecht. So, das ist sehr überschaubar hier. Pokalauslosung gegen den FC Chelsea. Können wir uns mal angucken, die Mannschaft. 877, ja gut, wir werden auf jeden Fall jetzt den teuersten Spieler und wahrscheinlich auch besten Spieler der Welt sehen. Gabriel Usero mit einer Stärke 90. Damals von Galatasaray geholt, vor dieser Saison. Von den Noten her 2,83, also der spielt auch wirklich dann gut. Also der ist nicht einfach nur, dass der seine Millionen da spazieren trägt. Nee, nee, also der macht sogar Tore, der bereitet gerne vor. Und ja, wir werden da auf jeden Fall aufpassen müssen. Kurzer Pass 99. Taktisches Verständnis 99. Ausdauer 99. Also ich glaube, das ist der kompletteste Spieler, den ich jemals in irgendeinem Fußballmanager gesehen habe. Was die Werte angeht. Ja, Dribbling kann er nicht. Aber, naja. Ich glaube, das muss er auch nicht wirklich. Er ist ja ein Zerstörer hinten 80 Millionen wert. Ich hätte es ja gerne mal gesehen, ob das hier möglich ist im Fußballmanager, dass ein Spieler halt eine 100 Millionen Marke, dass er die knackt. Oder ob das ganze Ding dann abstürzt. Aber ich glaube, das schafft er nicht mehr, da ist er schon zu alt für. Das könnte hätte Robinson schaffen können, wenn der wirklich mal permanent spielen würde. Aber er tut's ja leider nicht. Wie wir auch hier wieder sehen. Also der ist jetzt permanent immer nur eingewechselt. 15 Minuten, 11 Minuten und 17. Das hilft dem natürlich nicht.
So, wo ist er? Ja, er ist aber noch nicht so weit, dass er jetzt sagen würde, ich will da weg, zumindest mal wirklich ausleihemäßig und Spielpraxis sammeln. 630.000 Euro für das Reservebudget. Neue Idee für Fanartikel. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Schal hier, Sieger-Dingsbums. Magnet. Ich brauche unbedingt einen Magnet in HSV-Design, aber Torwart-Trikots nicht. So, der soll Ballkontrolle machen. Hat er das nicht eh? Nee. 93, da soll er trainieren. Sag mal, du hast keinen Vogel, du hast einen ganzen Vogelpark. Also das trainiere ich mit Sicherheit nicht. Da habe ich dann doch andere Sachen, wo er Defizite hat, wo er nachlegen muss. Hat er nicht bei Ballkontrolle von 93, ey, komm. Hör auf. So, was können wir denn, ja, hier, Golf spielen, Familie, da geht nix. Ja, hier ist, da ist. Nee, ich will aber jetzt noch nicht. Warum soll ich einen Magneten entwickeln? Jetzt mal ganz ehrlich, warum soll ich das machen? Das ist doch kompletter Käse. Was ich aber machen wollte, mal gucken. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwo Leute. Nee, nicht vereinslos. Vertragsstatus, die. Ja, noch irgendwie keinen Verein haben. Ich mache das mal so, von 50 an. Das sind viel zu viele. Also es gibt auf jeden Fall noch. Gehen wir mal hier ein bisschen hoch. 3 Sterne. Nochmal. Immer noch sehr. Gilfi. Aber ist nicht verfügbar. Das ist schade. Das ist schade, ja. Ich gehe mal auf eine 71. Ja, es wird ein bisschen dünner, aber das ist halt deswegen, weil hier nichts verfügbar ist. Wir könnten Alexander Isaksson holen. 23 von IFK Göteborg. Das wäre der hier, das wäre ein Stürmer. Vielleicht für die zweite. Ja, es endet ja sowieso jetzt das LP am Ende der Saison. Vertragsverhandlung. Aber kann man ja machen. Bist ein Ergänzungsspieler. Mit dem nächsten Jahr verstärkt. Kann ich jetzt. Ja, weiß ich nicht. Machen wir das? Ne, große Zukunft ist, glaube ich, besser. Ne, ist blöd. Der ist schon 23. Nationalspieler, das geht, glaube ich. Weil Schweden. Das müsste machbar sein. Ja, das machen wir nicht. Großartig jetzt hier Handgeld. Gehalt runter. 950. Ich mache jetzt da gar nicht lange rum. Probieren das einfach mal aus. Ja, und dann kümmern wir uns mal um die Jungs von Borussia Mönchengladbach. Wie die uns denn entgegentreten wollen. Paco habe ich ja schon rausgenommen. Das war klar. Weil das ist Quatsch, dass der jetzt permanent von Beginn an spielt. Da muss er wirklich mal auf der Bank sitzen. Und mal merken, dass es halt so nicht geht, dass er sich nicht alles leisten kann. Okay, Gladbach 13.04. Also ich würde hier gerne, ach, ich kann aber auch nicht so richtig eine B-Mannschaft spielen lassen. Dass wir jetzt sagen könnten, ja, wir schonen jetzt für Dortmund fürs Pokal-Halbfinale hier. Ist es doch, oder? Begegnung, das steht bestimmt irgendwo. DFB-Pokal. Ne, steht nur Pokal, aber ich glaube, das ist das Halbfinalspiel. Wenn wir mal hier aufs Datum gucken, das müsste eigentlich schon das Halbfinale sein. Weißt du, also die sind alle relativ frisch, also da muss ich jetzt gar nicht so viel tauschen. Also ich denke mal Hinteregger vielleicht, dafür Chiellini rein. Letschaks. Saad Abdallah hier, das tut sich eigentlich jetzt nicht so viel. Ich denke mal Saad Abdallah. Sebastian Jung, das muss ich nicht machen. Also eigentlich, das ist gut. Also muss ich jetzt überhaupt nicht irgendwie mir Gedanken drüber machen, dass ich hier eine absolute B-Mannschaft aufstellen muss. Murk, der kann ruhig mitfahren. Das ist überhaupt kein Problem. Max Meyer nehme ich mal rein für den Suso. Möglicherweise dann mal was wechseln. Also wir haben jetzt eine Woche. 13.04. bis zum 20.04. Da haben wir drei Heimspiele. Zweimal Bundesliga und einmal das Pokalspiel gegen Dortmund. Und danach ist dann schon Chelsea. Da haben wir Stuttgart auswärts, Chelsea zu Hause, Düsseldorf, Dortmund auswärts, dann nochmal Hoffenheim. Ganz am Ende. Also am 18.05. ist das Ding hier fertig. Also ungefähr noch 5 Wochen. Dann sind wir hier durch mit dem Spielplan. Und dann geht es wirklich mit großen Schritten in Richtung RB Leipzig. Ich denke mal, bis Mitte November spätestens haben wir das ganze Ding. Ja, es das heißt zwar wieder Stießen gegen Stießen. Nur, dass der hier, ja, Torjäger ist. Also von dem geht mehr Gefährlichkeit aus als von ihm. Und das im negativen Sinne. Wo ist denn hier eine Schwachstelle? Ich bin mir gar nicht mal sicher. Also vorne mit Sicherheit nicht im Sturm. Das ist klasse. Also Hoffmann und Stiesen ist schon ein klasses Sturmduo.
die sich beide die Dinger gegenseitig vorlegen. Das ist natürlich die Frage, wen stellst du hier zu? Kopfballpräzision, Tore, ich habe 87. Also ich denke mal Hofmann, weil der mehr Erfahrung hat. Und ich spiele mit der Doppel-6, Tribol und Chaka. Dominguez, Kia, Innenverteidigung. Das ist auch alles nicht schlecht. Das ist auch alles nicht schlecht. Tja, es kann ja im Prinzip nur schief gehen. Aber warum sollte es? Ich meine, wer auswärts gegen Moskau 1-1 spielen kann, der kann auch gegen Gladbach nicht verlieren. Ich hoffe, ich lehne mich damit nicht zu weit aus dem Fenster. Bis gleich im Textmodus.